So, jetzt gibt's wieder TV Total. Heute bei mir zu Gast Carla Moika. Und wir spielen erstmal das große TV Total Musikantenstadel-Quartett. Ja. Ich fange mal an. Ich habe hier die TV Total-Daten. Also, Dauer der Sendung 43 Minuten. Mindestens 2 Stunden. Das hält man. Zuschauer im Studio 150. Mhm. 4.000 bis 5.000. Wuff. Sendeplatz Montag, 21:45. Samstagabend, 20.15 Uhr. Lacher pro Show, 134. Komm, gib her, das schaffst du sowieso nicht. Ich bin bei euch. Herzlich willkommen bei TV Total. Und hier ist Ihr Gastgeber. Heute wieder eine neue Ausgabe und meine Damen und Herren, was war das für eine tolle Fernsehwoche? Und wenn ich sage tolle Fernsehwoche, dann meine ich tolle Fernsehwoche, denn Sie wissen, am letzten Freitag lief bei Sat.1 zum letzten Mal die Talkshow mit Ricky Harris. Ja, was hat uns dieser quirlige Firlefanz nicht viel Spaß bereitet in den letzten drei, vier Monaten? Oder wie lange ist die Sendung gelaufen? 8 Monate. Ja, meine Damen und Herren, und wir haben für Sie nochmal die wichtigsten Szenen von Ricky Harris zusammengefasst. Hallo zu Hause. Bei Ricky! Ja. Das war's schon. Meine Lieblingsszene fand ich ganz toll. Immer wieder, hallo zu Hause. Bei Ricky! Haben wir mal alle mitgemacht da im Studio. Ja, deswegen wollen wir das hier auch machen, meine Damen und Herren, passen Sie auf. Die Lichter gehen aus bei Ricky! Ja, und wir wollen noch einmal ein paar Bilder Revue passieren lassen, meine Damen und Herren. Es ist ein trauriger Tag für uns. Schauen Sie sich das mal an. Traurig, oder? Und haben Sie die letzte Verabschiedung von Ricky gesehen? Gucken Sie mal hier. Meine Zeit ist leider vorbei. Ich wollte mich bei euch alle bedanken. Natürlich bei meinem Publikum hier und natürlich bei alle zu Hause. Ich kann nur eins sagen und das ist, wir werden uns wiedersehen. Das verspreche ich. Bis dann. Ciao. Meine Damen und Herren, wir werden uns wiedersehen. Klingt wie eine Drohung. Ja. Und was heißt beim Publikum bedanken? Hat doch keiner zugeguckt. Ja? Ja, wir werden uns wiedersehen, das verspreche ich. Wenn Sie ihn wiedersehen bei McDonald's, beim Drive-In-Schalter, bestellen Sie ihm schöne Grüße von mir. Und da habe ich heute Mittag den Nachfolger gesehen, heute gestartet, Peter Imhoff, die Talkshow. Und da muss ich sagen, da habe ich doch lieber nicht Ricky geguckt. Ich habe noch einen kleinen Nachtrag zu Karneval, nämlich das große Glücksrad am Rosenmontag. Es ging darum, dass die drei Superkandidaten, das Power-Rate-Team, ja, an diesem Tag eine Redewendung aus dem Karneval erraten musste. Ja, eine Redewendung aus dem Karneval. Und das Power-Rate-Team, drei junge Frauen, haben schon mal super gut angefangen. Schauen Sie hier. Rosa, fang doch an. Ein N wie Nordpol. Nein. Ein D wie Dora. G wie Gustav. Rosa. Ein M wie Martha. Ein H wie Heinrich. S wie Siegfried. Ein B wie Bertha. Ein T wie Theodor. Ja, liebe RTL-Zuschauer, wussten Sie gar nicht, dass es so viele Konsonanten gibt, was? Sie kannten nur R, T und L bisher, aber es gibt mehr. Ja, aber dann hat sich die Lösung dann doch schon angedeutet bei den nächsten Buchstaben. Schauen Sie bitte. F wie Friedrich. Ja, ja. Oh.
Rosa. Ein K wie Konrad. Ja. Ein L wie Ludwig. Möchtest du nach diesem L vielleicht einen Lösungsversuch starten? Weißt du die Lösung? Kommst du drauf, ja oder nein? Nein. Gertraud. Ein Vokal, bitte. O. O wie Otto. Rosa. Ein E. Wie Emil. Kann ich von dir die Lösung hören? Kalle Alaf. Nein. Kalle Alaf. Natürlich, ja. War falsch, ja. Aber es gab ja noch mehr Chancen. Pass mal auf. Christina. Ein A wie Anton. A wie Anton. Was möchtest du mir sagen? Kalle Alaf. Nein. Kalle Alaf. Ja, jetzt hatte ich gedacht, als nächstes kommt Kille Alaf. Ja, aber es hat dann doch noch geklappt. Schauen Sie hier, das. Kölle Alaf. Ja, Kölle Alaf. Mein Gott, was für ein Riesenerfolg, ja, beim Glücksrad. Meine Damen und Herren, wir kommen natürlich. Guck mal, die alte Sau. Hey. Ja, meine Damen und Herren, wir kommen zu einem anderen Thema. Big Brother, und Sie wissen, es war letzte Woche hatten wir Ihnen schon Sophie Rosentreter ans Herz gelegt, die tolle junge Moderatorin mit der quietschigen Stimme. Ich zeige Ihnen noch mal, was ich meinte. Was für ein Empfang, so möchte ich auch mal empfangen werden. Oh. Göttlich. Da kommen Sie! Ja. Ist soweit. Ja, Sie wissen alle, da kommen Sie, es ist soweit. Klingt ein bisschen, hallo, hurra! Kermit Rosentreter hatten wir sie genannt. Ich habe sie letzte Woche zufällig getroffen. Sie hat sich auch mir so vorgestellt. Kermit Rosentreter, hallo. Und ich hatte dann irgendwie den Eindruck, letzte Woche ist das noch schlimmer geworden. Hallo, hier ist Kermit, der Frosch von den Sesamstraßen. Kannst du mir verraten, wie du heißt? Krümelmonster. Kannst du uns vielleicht verraten, wie du dich fühlst? Was ist, wenn ich vergesse, wo das Klo ist? Ach, das glaube ich nicht. Hier ist Kermit der Frosch von den Sesamstraßen-Nachrichten. Wir schalten jetzt lieber zurück ins normale Programm. Ja, Kermit Rosentreter, ja, tolle Moderatorin bei Big Brother. Und Sie wissen, ich hatte Ihnen letzte Woche erzählt, wir haben jemanden ins Big Brother-Haus geschleust, meine Damen und Herren. Und ich muss Ihnen sagen, nicht nur da haben wir jemanden. Ja, ich zeige Ihnen mal kurz einen, wie sagt man, einen kleinen Hinweis, ja, wen wir noch wo alles haben. Gucken Sie mal. Der Powersender RTL 2 hat eine neue fantastische Sendung. Big Brother, das Beste, was uns RTL 2 jemals aufgetischt hat. Firma Ende Mol, die schon in den 80ern erkannte, dass man holländischen Käse nicht nur essen, sondern auch prima senden kann. Big Brother ließ sich spitzenmäßig an, doch nach nur einer Woche kam der Skandal. Wir haben jemanden im Big Brother Haus. Verstehen Sie? Claro, TV Total hat der Spanner Kommune einen Maulwurf in den Pelz gesetzt. Doch wer mag es sein? Vielleicht der flotte Alex, mit dem ist Stefan seit Jahren eng befreundet. Oder die freizügige Jana, mit der Stefan 4 gesunde Knaben in die Welt gesetzt hat. Oder vielleicht Balkan-Ulknudel Zlatko, mit dem der beliebte Showmaster einen Puff am Kiez betreibt. Jeder ist verdächtig. Und da ist keiner im Big Brother Haus, mit dem Stefan nicht mindestens 3 Wochen im Urlaub war oder mit ihm gepimpert hätte. Das unmenschliche Casting von RTL 2 war zwar beinhart. Na, wie findest du Piep? Scheiße. Doch im TV-Total-Ausbildungslager mit den Spezialübungen Hangeln, Seilchen rutschen und böse gucken, war die Aufnahme bei Big Brother Kinderkram. Kaum jemand weiß, dass der Big Brother Maulwurf nur die Spitze des Eisbergs ist. Seit Jahrzehnten überzieht TV Total Deutschland mit einem Netzwerk von Agenten. Und das nicht nur beim Fernsehen. Birgit Schrowange, sie steht seit 7 Jahren auf der TV Total Gehaltsliste. Ganz unten. Samson aus der Sesamstraße, eher bespitzelt Tiffy. Kalle Pohl, Deckname Dumm Sau. Der 7 Tage, 7 Köpfe erfolgreich mit schlechten Witzen sabotiert. Die Bayern haben ja so dermaßen schlapp gespielt. Der Schalke-Torwart Jens Lehmann, der hat ja vor lauter Langeweile Gedichte in den Torfotzen geschnitzt. Zum Abfaulen.
Der Maulwurf aus der Sendung mit der Maus. Hätte man vielleicht drauf kommen können, liebe Journalisten. Erich Honecker. Ja, auch er. Und die erste Hauptverwaltung Unfug spaltet sich in die Untergruppen BND, Stasi und ALDI auf. Doch alle Welt fragt sich, welche Aufgabe hat der Maulwurf? Ganz einfach, er kocht für seine lieben Mitbewohner jeden Tag eine schöne Tasse Kaffee. Lecker. Ja, meine Damen und Herren, das war eine kleine Information, wo wir überall Spione sitzen haben. Und was wurde da nicht spekuliert? Wer ist es? Jeder hätte es sein können. Viele Zeitungen haben richtig erkannt, dass das die einzige wirklich spannende Sache bei Big Brother ist, wen wir da drin haben. Ja? Und es ist Zeit für uns, Big Brother wieder unspannend zu machen. Und deswegen werden wir jetzt das Geheimnis lüften, meine Damen und Herren. Halten Sie sich fest, wir zeigen Ihnen, wen wir in der Hütte haben. So, dann haben wir jetzt alles besprochen. Punkt 1 und 2 sind klar, 3 auch, ja? Und du hältst absolut dicht, ja? Und das Wichtige ist, zum abgesprochenen Zeitpunkt legst du denen so ein richtiges Ei in die Hütte, okay? Tja, meine Damen und Herren, unser Maulwurf war das Huhn, ja? Liebe RTL-2-Macher, wir haben euch einen kleinen Karnevalsscherz gespielt, aber sind sehr froh, dass ihr so toll auf den Zug aufgesprungen seid. Jetzt könnt ihr mal schauen, wie ihr Big Brother die nächsten 10 Wochen lang ohne unsere Hilfe spannend macht. Viel Spaß. Ich find's unter aller Sau. Habt ihr wirklich geglaubt, dass eine dieser 10 Pfeifen von uns da reingeschleust worden ist? Ja? Wenn TV Total jemanden irgendwo reinschleust, dann ist er schön, reich und intelligent und braucht eure miesen 250.000 Piepen nicht. Ja? Dass ihr das mal wisst. Ja? Und außerdem gibt es viel Schöneres. Ja, als um 20.15 Uhr RTL 2 zu gucken, meine Damen und Herren. Nämlich ProSieben. Jetzt sagen Sie, der Raab, der Umfaller. Da hat ihm die Chefetage gesagt, der soll mal bei ProSieben ein bisschen Werbung für den eigenen Sender machen. Nein, meine Damen und Herren, alles, was ich jetzt sage, sage ich aus freien Stücken. ProSieben ist ein ganz toller Fernsehsender. Wir haben die besten Filme, die besten Serien. Und überhaupt ist ProSieben sehr gut. Außerdem möchte ich hier einmal sagen, ein Hoch auf ProSieben. Hurra, hurra, hurra. Ich werde alle meine Kinder ProSieben nennen. Und das Lied, was ich Ihnen jetzt vortrage, meine Damen und Herren, singe ich aus freien Stücken. Bitte erheben Sie sich mit mir. Wenn Sie sich bitte erheben würden. Ich singe dieses Lied aus freien Stücken und gerne. ProSieben, du mein Heimatsender, ProSieben, dir dien ich jeden Tag. ProSieben, es war das größte Glück, als ich bei dir unterschrieb den Knebelvertrag. Dankeschön. Meine Damen und Herren, wir kommen nun zu unserem Titelverteidiger. Letzte Woche hier sensationell abgeräumt, der Soman. Und deswegen heute wieder hier nominiert für den Rap der Woche. Soman Dennis aus Hamburg. Herzlich willkommen, Soman, bei TV Total. Dennis, meine Damen und Herren, den Platz. Jawohl! Und? Wie geht's? Gut. So? So gut. Hat Spaß gemacht beim letzten Mal? Doch, war gut. Ja? Haben viele Leute haben es geschrieben, ey, das ist ganz sympathischer und so. Und ganz viele Mädels wollten dich kennenlernen. Nein. Ja, geht's dir privat auch so? Ja. Ja. Doch. Geht. Geht. Hast du Reaktionen darauf bekommen? Wirst du angesprochen und sagen, hey? Ja, doch, im Bus, ein paar Mädchen. So. Was sagen die so? So, so. Das ist so. Nein, ja. Ich habe bei, davor, wo ich bei Berthe Carolus war, habe ich schon einen so einen kleinen Brief bekommen. Aber, ach, schon von einem Mädchen? Ja. Hast du eine Freundin? Nee, nicht mehr. Was heißt nicht mehr? Ja, also vor kurzem auseinandergekommen. Ach so. Ja. Egal. Du wusstest ja, nein, du wusstest ja, ich wusste ja gar nicht, so war es richtig. Was machst du mit deinen Fingern? Ich roll gerade einen Mümmes. Nein, es war hier so ein Stück von dem Klebeband, natürlich. Ich wusste ja gar nicht, dass du
Eishockeyspieler bist und auch sogar ein ganz nicht guter. Mehr. Oder nicht mehr. Aber du hast mal in der Jugendnationalmannschaft gespielt, ist das richtig? Ja, habe ich. Stimmt? Nein. Ja, habe ich. Also richtig Eishockey? Und deswegen haben wir uns was Tolles ausgedacht. Wir wollen heute mal gucken, wie gut du Eishockey spielst. Ich bin ja auch ein toller Schlittschuhläufer, das wissen Sie, meine Damen und Herren. Wenn Sie mich mal in meinem rosa Röckchen gesehen haben. Deswegen wollen wir jetzt mal ein bisschen Eishockey spielen. Ja? Und damit es auch ein bisschen lustig wird, haben wir gedacht, heute schießen wir einfach mal Sachen kaputt. Ja? Da vorne stehen zwei, komm hier, nimm dir einen Stock. Da das ist aber schon ein bisschen länger her, ne? Zwei Pyramiden mit Gläsern. Ey, okay. Nicht, dass ich die Wand dahinter kaputt schieße. Nee, keine Angst. Schieß mal auf deinen Stab. Versuch erstmal nur die oberen wegzuschießen. Probier mal. Ich jetzt? Ja, yes. Du. Okay, warte mal. Achtung. Oh! Na ja. Was ist das denn? Okay, warte. Was ist das für eine Ausstattung hier? Du warst Jugendnationalspieler Eishockey. Komm, das ist schon 3 Jahre her. Jetzt mach ich mal einen hier. Ja. Komm, wir machen das Studio ganz kaputt. Oder pass mal auf, jetzt mach ich auf meinen Stapel. Ey. Achtung. Yeah! Hey. Nicht schlecht. War nicht schlecht. Guck mal, oben angefangen. Okay. Jetzt du wieder. Alles klar. Jetzt du. Aber eins. Ich glaube, ich melde mich auch mal bei der Jugendnationalmannschaft an, oder? Okay, pass auf. Ich. Achtung. Nein. Nicht schlecht, oder? Sieht gut aus. Dennis. Mensch. Guck mal. Das ist ja unfair. Ja. Ja. Okay, mein Stapel, soll ich deinen Stapel mal machen? Oder? Ja, komm, fang mal an. Achtung. Ah. Ey, ich denk mein Stapel. Komm, beide zusammen auf deinen Stapel, okay? Ja, alles klar. Achtung. Warte. Warte, ja, okay. Okay, fang an. Komm, immer ich. Das hat ja keinen Zweck mit Jugendnationalmannschaft, bist du sicher? Allmählich bin ich mir nicht mehr so sicher. Ja, irgendwie war es nicht irgendwie Popo klopfen oder irgendwas. Achtung. Oh. Dennis, meine Damen und Herren, der Sohnmann. Nimm Platz. Ja. Ja, das sollen wir vielleicht. Sollten wir vielleicht regelmäßig machen, wie beim Sportstudio, das Torwandschießen. Hier jedes Mal müssen die Gäste mit Eishockeystücken einfach Gläser kaputt schießen. Meine Damen und Herren, nach der Werbung sehen Sie bei uns das hier. Und zwar haben wir für Sie Karl Moik im Programm und Sie sehen auch Rab in Gefahr vom Musikantenstadel. Und dann haben wir noch vieles anderes. Also bleiben Sie dran, bis gleich. So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder. Ja, mein Gott, habe ich da eben fantastisch getroffen, oder? Haben wir eine Zeitlupe davon? Können wir die noch mal gerade sehen? Achtung, da sehen Sie es, zack! Aber super in die Mitte, oder? Ja. Aber ich muss dazu sagen, ich spiele ein bisschen, wir haben so eine Betriebsmannschaft, wissen Sie? Eine TV-Total-Eishockey-Mannschaft. Wir trainieren einmal die Woche. Ich kann ja seit 2 Monaten nicht mehr, weil ich mir beim Schlittschuhlaufen irgendwie die Füße habe. Ja, das sah wirklich so aus, als könnte ich. Ich kann es aber. Ein bisschen jedenfalls. Ja, meine Damen und Herren, wenn Sie irgendwas verpasst haben bei TV Total, dann können Sie das bei uns nachschauen im Internet www.tvtotal.de. Da sehen Sie alle möglichen Raps in Gefahr, Rabigramme, alles, was Sie jemals irgendwie sehen konnten bei TV Total. Brutal? Wieso TV Brutal? TV Total. Sehen Sie da. Meine Damen und Herren, ich habe wieder was Schönes entdeckt und möchte Ihnen mal was zeigen. Eine junge Frau, eine alte Kollegin von mir bei Viva, ja, ist am Telefon nicht so richtig erkannt worden. Schauen Sie hier. Das Geburtstagskind des Tages. Das wird jetzt gerade schon angefaut. Hallo, Matthias.
Ja, hallo, bist du der Lars? Ja. Lars, du hast heute Geburtstag, herzlichen Glückwunsch. Danke. Du wirst 15 Jahre alt, weißt du denn, wer dran ist? Nee. Nee. Ach so, ja, ja, weiß ich. Ja, woher weißt du das jetzt? Was? Woher weißt du das jetzt? Von der Stimme. Von der Stimme, ja. Und wer ist denn die Stimme? Frau Steffens. Wer ist denn Frau Steffens? Ah, nee, doch nicht vergessen. Ach so, Erika? Wer ist denn Erika? Ach so, Viva? Ja! Ja, großartig! Ja! Und meine Damen und Herren, damit das nie wieder passiert, wollen wir sie heute Abend hier so richtig berühmt machen. Und deswegen haben wir sie nominiert für den Rap der Woche, meine Damen und Herren, von Viva, Milka Denise Los Fernandez. Herzlich willkommen. Ist ja öfter vorgekommen, dass die Leute nicht direkt wissen, wer dran ist? Ja. Ja? Es kommt sehr oft vor. Wie war das denn noch? Ich kann mich erinnern, als ich gerade bei Viva aufgehört habe, am letzten Tag, glaube ich, habe ich dich da gesehen, du kommst an. Ja. Da habe ich gesagt, wer bist du denn? Da meinte ich Milka. Ich bin die Neue. Ja, genau, ich bin die Neue, ich weiß Milka, aber mach bloß keinen Witz drüber. Ach, das war das, ja. Ja, aber da hat sich schon viele, so geguckt. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass Leute Witze über deinen Namen machen. Ich auch nicht. Das muss ja, wahrscheinlich geht das jeden Tag so, wie Milka, ha, 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 wie heißt denn dein Bruder, Rittersport, ha, ha, ha. Immer die ganze Abteilung, ha, ha, ha. Ja, also nach so einem Jahr. Wie heißt deine Mutter, Toblerone, ha, 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 immer die gleiche Kacke. Alles aus der Schweiz. Was kommt aus der Schweiz, dein Name? Schokolade. Ach so, die Schokolade, ja. Ja. Toffifee, ja. Teletubbies. Alpia. Hast du denn noch Geschwister? Ja, ich habe einen kleinen Bruder. Wie heißen die? David. Ach so. Ja. Kommt nämlich im Prinzip alles aus der Bibel und deswegen. Milka auch? Milka auch. Echt? Ja. Wie genau? Genesis 11. Genesis irgendwas. 11? Genau. Ach, Anreihe sorry. Abrahams, dort ist das ungefähr. War da Phil Collins noch dabei zu der Zeit? nein. Nein! Milka, wir wollen jetzt mal was ausprobieren. Ja. Wie ist eigentlich bei Viva, geht gut vorwärts? Du weißt ja, die meisten bei Viva, deren Karriere endet ja. Wie deine? Genau. Ja, wie man sieht, Mola, Adebise und alles Große. Aber lass uns was anderes reden. Wir wollen mal jetzt den Test machen. Ich rufe jetzt einfach mal irgendwo an und du musst den Leuten einfach klar machen, dass du Milka bist. Gut. Ja, wichtig ist, dass die dir auch glauben, dass du Milka bist. Verstehst du? Wenn sie nicht über 60 sind, dann passt das, glaube ich, schon. Was heißt, meinst du, willst du damit sagen, dass dich nur junge Leute kennen? Ich glaube eher, ne? Oder? Ich glaube, dass eher die alten Säcke auf dich stehen. Ja, auch, also zumindest auch. Also nicht nur, sondern auch. Nein, ich meine. Ja. Stefan, hör auf, ich werde. Nein, euch. Ich natürlich stehen, ich weiß ja selber, dass bei uns ist die ganze Redaktion, die gucken immer ja, wieder. Ja, wenn okay. Du moderierst, die ganzen Jungs sind immer geil, guck mal, ist wieder Milka da. Die waren gar nicht so alt. Wer? Egal. Ach so, die in meiner Redaktion. Ich werde jetzt einfach mal wo anrufen. Ist auch ein neues Experiment, meine Damen und Herren. Ich rufe jetzt einfach mal eine Nummer an, von der ich gar nicht weiß, ob sie gibt. Da wollen wir mal schauen, ob das irgendwie geht. Nicht 0190, bitte. Nee, ich mache jetzt einfach mal 06587. Gibt es das als Vorwahl? Keine Ahnung. Es klingelt. Mhm. Du musst jetzt klar machen, dass du mir kannst. Gouverneur. Schönen guten Tag. Ich sitze hier gerade bei TV Total. Ist das Ihnen ein Begriff oder ist Ihnen das ein Begriff? Ja? Hallo? Ja. Geht es Ihnen gut? Doch. Ja, Sie sind auch mental voll leistungsfähig. Das ist so einer. Ja, also Ihnen geht's gut, ja? Moment. Sie verstehen mich noch, ne? Sie hören hier im Hintergrund das Klatschen. Das heißt, Sie sind jetzt gerade im Fernsehen mit Ihrer Stimme, ja? Und haben Sie schon mal... Können Sie noch was sagen? Micha, erklär ihm doch, wie du bist. Ja, mach doch. Kennen Sie Viva, den Sender, den TV-Sender? Kennen Sie Viva? Viva Television? So, Musiksender? Hallo. Ich sag hallo. Sind Sie noch da?
Ich höre Sagen Sie doch mal was. Hallo. Hallo. Das war doch eine 0190er Nummer. Jetzt hat er aufgeregt. Der hatte wahrscheinlich die Hände voll. Warte mal, lass uns mal. Lass uns doch mal. Okay. Naja. Was soll man machen? Ich weiß es nicht. Ja, hat aber nicht funktioniert. Hat nicht funktioniert, aber ich glaube, wenn die Leute das hier heute Abend sehen, dann wird das nicht mehr vorkommen. Ja? Ich hoffe. Ich wünsche es dir jedenfalls. Viel Glück, du machst immer interaktiv und machst noch was? Ja, ich mache die Tagesmoderation, das heißt, was geht ab, deine Viva und so weiter. Ne? Jeden Tag immer bei Viva. Nächste Woche bin ich Milka gucken, meine Damen und Herren. Milka, vielen herzlichen Dank. Milka, danke. Meine Damen und Herren. Lass mich mal sitzen. Lass mich noch mal sitzen. So, meine Damen und Herren, jetzt Milka. Das ist ein Typ hier. Naja, meine Damen und Herren, viele von Ihnen werden es nicht gesehen haben, manche mit Recht. Aber Sie wissen, ich war vor 2 Wochen beim Musikantenstadl und ich habe mich da sehr ordentlich benommen und habe da auch ein sehr schönes Lied singen dürfen. Und jetzt möchte ich Ihnen mal zeigen, was da so abgegangen ist. Raab in Gefahr, und wenn ich sage Gefahr, dann meine ich Gefahr im Musikantenstadl. Bitte schön. Stefan Raab! Der Karl, der moin, der gibt das schärfste Zeug, und da gibt er richtig Gas. Bitte nicht verklagen, ist nur Spaß. Der Karl, der moin, der gibt das schärfste Zeug, und da gibt er richtig Gas. Bitte nicht verklagen, ist nur Spaß. Tanzt, er singt die ganze Zeit. Ich schätze mal, er ist schon morgens breit. Und wenn die Musik spielt, ist's ein Riesenspaß. Denn selbst in der Trompete steckt ein halbes Kilo Gras. Ich hab dich letztens noch im Fernsehen gesehen. Spielst du heute hier auch auf? Ja, ja. Was spielst du? Mit dir. Was spielst du? Trompetenecho. Ja. Entschuldigung. Dieser Preis geht an die Kastelruther Spatze. Die Kastelruther Spatze, meine Damen und Herren. Für Amerika ist New York der Big Apple. Ja? Und für den Stadel ist der Karl der Big Seppel. Sein Publikum, das kommt von nah und fern. Denn alle sehen den zugekifften Karl so gern. Er zieht sie alle gleich in seinen Bann. Und der allergrößte Stadel-Fanclub kommt aus Amsterdam. Der Karl, der moin, der gibt das schärfste Zeug, und da gibt der richtig Gas. Bitte nicht verklagen, ist nur Spaß. Der Karl, der moin, der gibt das schärfste Zeug, und da gibt der richtig Gas. Bitte nicht verklagen, ist nur Spaß. Was war da eine Stimmung? Großartig, oder? Ein großer Traum von mir ist in Erfüllung gegangen. Einmal durch die Reihen marschieren im Musikantenstadel, meine Damen und Herren. Und Sie wissen vielleicht, heute haben wir einjähriges TV-Total-Jubiläum. Das muss gebührend gefeiert werden. Hip, hip. Hip, hip. Hip, hip. So, das
reicht, mehr feiern wir nicht. Ja? Und zum einjährigen Jubiläum von TV Total haben wir was Schönes für Sie. Und zwar das große TV Total Album. Hier ist alles drauf, was in dieser Sendung jemals passiert ist. Oder fast alles, so viel wie jedenfalls draufgegangen ist. Die Platte war zu kurz. Ja? Es gibt nicht keine längeren Platten. Ach so, hier muss ich sagen. Und da sind alle Rabigramme, die besten Rabigramme, die Wada hatte, da Maschrazan, Ola Paloma Boys, neue Songs von Ola Paloma Boys, der Puller von Dubinsky. Und natürlich der Karl, der Moik, Moik, Moik. Alles ist da drauf. Wenn Sie das haben wollen, ist, glaube ich, seit gestern im Handel. Nee, seit gestern war Sonntag. Ja, seit gestern im Handel. So, meine Damen und Herren, und heute Abend ist er natürlich auch hier bei uns zu Gast. Und er kriegt von uns den Ehrenrab. Und deswegen ist er heute Abend hier, meine Damen und Herren, nicht nominiert, sondern direkt für den Ehrenrab in Frage gekommen. Heute Abend bei TV Total. Ein großer Tag für mich, ein großer Tag für das deutsche Fernsehen. Karl Moik! Karl, der Moik, 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 der kifft das Schärfste. Setzen. Dir wird das bald vergehen. Ich bin vom RTL 2 Überwachungsverein. Echt? Gut, Brother. Da hast du mal einen Kappel. Also soll ich auch noch Werbung für die machen? Weil jetzt ist doch ganz unspannend bei RTL 2, oder? Ja, eben. So, kannst du mir ausziehen, da ist nämlich verdammt warm. Ja, ja. Schau, du hast mir letztes Mal einen Orden gegeben. Ich hab das mitgenommen aus New Orleans. Ah, du warst gerade in New Orleans. Ja. Wir haben da drüben gedreht. Ja. Und da ist es ja so, da schmeißt man keine Bütze und Kamelle und Strüsche, da schmeißt man diese Dinge runter. Und diese, sowas schmeißen die von den Wagen da? Das da und das da auch. Ach so. Hunderttausende. Und da stehen die Mädels da und oben am Balkon stehen die Männer und schreien, mach die Brust frei. Und das Mädel macht, tuck, tuck. Das ist die Kameraden. Das ist die Kameraden ein bisschen zittern und dann schmeißen sie. Ja. Pfui! Wieso? Pfui! Was ist denn da los? Nein, in auch die Männer kommen dran. verstehe. Sie glauben ja gar nicht. Pulleralarm, genau! Also du warst, meine Damen und Herren, stellen Sie sich mal vor, zum ersten Mal habe ich ihn kennengelernt beim Musikantenstadl und was passiert? Er hat mir das Du angeboten. Wow, ich hab gesagt, nein, für Sie. Wie hat dir denn mein Lied gefallen, der Karl, der Moik, Moik? Mir hat es sehr gut gefallen. Du weißt, ich bin ein Mensch, ich kann sehr lachen. Ja. Ich kann auch lachen über Parodien und so weiter. Ja. Und ich habe ihn deswegen eingeladen, gäbe es mehr Stefan Raabs, die Menschen hätten viel mehr zu lachen. Und das ist einfach der Fehler. Das ist ja wunderbar, ihr werdet narrig. Ja. Du. Danke. Ja, nichts danke. Was? Nein, ein bisschen ein Schmäh haben wir Österreicher immer drin. Ja, natürlich. Du hast mir so ein schönes Lied gesungen. Ja. Und ich habe gedacht, deine 84 Beißerl da drinnen. Nimmst du mal deinen Schrumm? Mein Schrumm, was willst du, Gitarre oder was? Ich nehme Gitarre, ja, was soll ich denn? Herr Moik hat wohl ein Lied geschrieben. Na, selbstverständlich. Herr Moik will mich wohl verarschen. Herzlich gerne. Ich habe kein Problem. Okay, ich hab ein Lied geschrieben unter dem Titel Kronenpolka. Was muss ich? Ja, da, gib mir mal ein reines A. Ein A, ein reines. Und was? Jo, so geht's. Und dann. Rhythmus? A one, a two. Schön, gell? 82 Zähne hat der Stefan im Gesicht. 82 Zähne, doch seine eigenen sind es nicht. 82 Zähne, die grinsen mich heute an. 82 Zähne, die sind aus Porzellan. Zeig noch einmal. Geht's weiter? Ja, geht's schon weiter. Okay. 82 Zähne von Flensburg bis Tirol. 82 Zähne von innen hohol. 62 Zähne, die haben ihren Preis. Ja. Und für ein paar Mark mehr gibt's die sicher auch in Weiß. Großartig! Karl und Moika! Ja! Meine Damen und Herren, Karl Moik! Und nach der Werbung sehen Sie bei uns unser großes
von Jessica Stockmann. Stich. Bis gleich. Ja, meine Damen und Herren. Karl Moik, der wunderbare, großartige Karl Moik. Ja. Ja. Ich freue mich, dass du gekommen bist, lieber Karl. Und du hast, weil du ein Mensch bist, der Spaß versteht, ein bisschen Spaß macht, auch immer einen Schmäh drauf hat, weißt, hast du was verdient. Und zwar kriegst du von uns den Ehrenrab der Woche, des Jahres, oh, aller Zeiten. Meine Damen und Herren, der Ehrenrab für Karl Moik. Das ist schon mal klar. Meine Damen und Herren, und jetzt können Sie abstimmen mit Ihren Geräten. Mit Ihren Geräten, das heißt, heute haben wir nur zwei Nominierte, drücken Sie also eins oder zwei. Wer soll den regulären Rab der Woche heute bekommen? Milka oder Somann? Dennis Somann oder Milka? Herr Moik, kommen Sie einfach mit rüber, Sie sind ja hier unser Ehrenpreismann. Servus. Und dann wollen wir mal schauen. Sie wissen, der Rab der Woche ist ein Sympathiepreis, den hat eigentlich jeder verdient. Dennis hat ihn schon. Aber du konntest heute nicht so überzeugen mit deinem Stoppgeschieß, mit deinem Eishockey-Geschieß. Das ist schon ein bisschen länger her gewesen. Ja, Milka, das war schon, du hast den Mann richtig heiß gemacht, das war okay. Wollen wir mal schauen, ich habe schon da, meine Damen und Herren. Hier ist unsere Zuschauerwertung. Dennis und Milka. Wow, es ist spannend, es ist spannend, es ist spannend, es ist spannend. Es ist ganz, 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 ganz spannend, ganz spannend. Und heute macht es, meine Damen und Herren, großartig! Herzlichen Glückwunsch, meine Damen und Herren. Sie sehen es. Erstmals. Was? Ach, du willst den Preis? Ja, der kommt bei uns ganz stattlich ins Interaktivstudio. Oh ja, da steht dann drauf. Immer drin. Ihr könnt euch immer den Rab der Woche angucken. Ja, ich wollte eben gerade sagen, erstmals ein Unentschieden bei TV Total, aber da habe ich mich ein bisschen. Oh, naja. Dann teilen wir uns den. Ja, aber herzlichen Glückwunsch, meine Damen und Herren, Milka und Somann Dennis. Nehmen wir Platz. Und schalten wir kurz nach München, da wartet mein Kollege Bulli. Bulli, hallo, kannst du uns hören? Guten Abend, Stefan Raab. Ich mag dich. Guten Abend, Köln, danke schön. Ich mag dich. Ja, was kommt denn heute bei euch? Ja, heute zu Gast in der Bulli-Parade, meine Damen und Herren, die beiden Menschen, die die deutsche Rechtschreibreform erst so richtig möglich gemacht haben. Man nennt sie auch der Two Crass Germans. Heute zu Gast Erkan und Stefan. Außerdem... Ja, hey, du, ja, hey. Hey, brauchst du Fernseher? Ja, genau, hey. 16 geteilt durch 9, Alter. Hey, leg ich dich tiefer. Krass, ja, oder? Hey, brauchst du Bulli-Parade? Hey, machst du Druck auf Fernbedienung? Ansage. Okay, meine Damen und Herren, Sie sehen die Bulli-Parade direkt nach TV Total um 23 Uhr. Frage mich nicht, weiß ich nicht. 23.15 Uhr. Ich vergesse das immer. 23.15 Uhr oder 23.20 Uhr? Manchmal auch 23.17 Uhr. So, meine Damen und Herren, wir kommen zu einer kleinen Analyse. Sie wissen, wir suchen immer altes, unbekanntes Material von großen Fernsehstars. Jugendsünden, ja? Und wir haben mal wieder was entdeckt. Neuigkeiten von Jessica Storchmann-Stich. Und ja, und zwar in einem alten Werbevideo der DAK, der Deutschen Angestelltenkrankenkasse, erfahren wir, dass Jessica Stichmann-Stock gar nicht Jessica, sondern Kerstin Stichmann-Stock heißt. Ja? Schauen Sie sich das hier mal gerade an. Das hier ist Kerstin, die Freundin von Kai. Schon seit einem Jahr Industriekauffrau in einem Transportunternehmen. Tja. Kerstin Stockmann-Stich also, Industriekauffrau in einem Transportunternehmen, ja, und sehr begabt im Frisbee-Fangen. Ja, und dann schauen Sie sich bitte noch mal hier diese Frisur an von Jessica Stockmann-Stichmann. Ja, das hat mich irgendwie erinnert, wir waren mal auf so einer Ausstellung und da haben wir Folgendes gesehen. Gucken Sie mal. Kommt Ihnen das bekannt vor? Ja? Und da dachte ich erst, okay. Da dachte ich erst, hallo, das ist ja auch Jessica Stichmann-Stockmann. Und dann ist mir aber aufgefallen, nein, Jessica hat ja die Brüste gar nicht auf dem Rücken. Und okay, meine Damen und Herren, früher hatte man halt nicht die großen Jobs, die großen Rollen und auch nicht die großen Texte. Da hatte man halt noch die kleinen Texte, als man noch nicht so bekannt war, wie hier. Vor allem, wenn man bedenkt, was die Krankenkasse alles bezahlt. Ärztliche Behandlung. Zum Zahnarzt muss man öfter. Krankenhausbehandlung. Arzneimittel.
Kuren zur Vorsorge und Rehabilitation und. Tja, und die Frisur zahlt die Krankenkasse nicht. aber, meine Damen und Herren, das hat sich mittlerweile geändert. Mittlerweile hat sie ja tolle Texte, ja, große Rollen, tolle Texte wie hier. Bum bum quietsch. Ja, und riesige Rollen wie zum Beispiel im Sat.1, in einem großen Sat.1-Movie, Film. Schauen Sie sich bitte das hier an. Was war da passiert, meine Damen und Herren? Wer ist da reingekommen? Ich sag's Ihnen. Michael Stich hat gesagt, hey Schatz, ich bin schon im Achtelfinale ausgeschieden. Ja. Ein toller Film mit Jessica Stichmann-Stock. Viel Erfolg weiterhin hier bei unserer Sender ProSieben. Hiernach kommt die Bulli-Parade. Das war's für heute. Machen Sie es gut. Tschüss, bis zum nächsten Montag, 22.15 Uhr. Und wir sehen uns wieder.